Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir die restlichen Crocs hier auf der Insel gesammelt. Und eigentlich hatte ich vorgehabt, weiterzugehen, runter wieder zum Stützpunkt. Aber dann ist mir hier so ein komisches Leuchten aufgefallen und ich bin am Dock gelandet. Und jetzt habe ich hier eine Aufgabe gekriegt, die ich unbedingt schaffen will. Denn wir müssen irgendeine Prüfung unterziehen. Ja. Aber ich muss 3 Fackeln dafür entzünden und ich habe letzte Folge nicht mal eine geschafft. Und ich weiß nicht mal, wo die anderen 2 Fackeln sind, ey. Danke für deine Geduld. Ja, bitte, nochmal erläutern. Entzünde die 3 Feuer und kehre vor dem Erklingen nach 12 Stunden zurück. Jedoch darfst du während der Prüfung keinen Fuß auf den Boden setzen. Als Ausnahme gilt nur das Tempeldach. Drei Feuer entzünden. Wie zum Geier willst du von hier dahinter schießen? Jetzt gleich First Try oder so. So. Okay. Bro, what the fuck? Moment. Moment, ich glaube, ich habe vielleicht eine Idee. Und zwar müssen wir 3 Feuer erzünden und ich sehe hier nur 1. Aber diese Inseln spawnen wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Also fliegen wir mal den Wasserfall hoch. Und die Energie füllt sich immer wieder auf. Gut zu wissen. So, nehmen wir nochmal einen Bogen. Bro. Drei Feuer, aber wo? Zünden die Kackfeuer. Ich sehe gerade keins. Nö, ich sehe. Eins. Okay, what the fuck, Alter, wo sind denn die Feuer? Alles klar. Ja, die muss ich jetzt erst finden. Hier oben irgendwo. Ich sehe eins. Ich sehe ein weiteres Feuer. Aber wo ist Feuer Nummer 3? Und muss ich danach noch auf dem Tempeldach landen? Bitte nicht. Bitte nicht. So. Das ist echt jetzt. 2. Fucking hell. Wo ist 3? Bitte schafft es.
Und wieso kann ich meine Weisen nicht benutzen? Es wird knapp, aber es geht. Es passt noch. So, jetzt hier rüber. Irgendwo muss Feuer Nummer 3 sein. Ich glaube, ich habe es gerade gesehen, ja. Ich muss tatsächlich, glaube ich, aufs Tempeldach. So. Ah, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Gut. First Try in dieser Folge. Also Second Try, besser gesagt. Aber wir haben doch länger gebraucht, als ich dachte. Okay. Sind auf jeden Fall gleich bei unserem lieben Freund da hinten. So. Interessante Prüfung. Jetzt lernen wir wohl gleich die Geschichte. Gut gemacht, du hast dich als würdig erwiesen. Wie versprochen, werde ich dir nun die Geschichte der vergessenen Himmelsinseln erzählen. Der Tempel der Zeit und die umliegenden Inseln befanden sich in der Vergangenheit auf der Oberfläche weit unter uns. Aber wie du siehst, schweben sie nun in den Lüften. Das liegt darin, dass hier eines Tages der Held erwachen soll, der den Dämonenkönig besiegen wird. Dieser Ort wurde hoch in den Himmel gesandt, damit der Dämonenkönig und seine Schergen ihn niemals zerstören. Die große Macht der Weisen hat dieses Wunder vor langer, langer Zeit bewirkt. Dies ist die Geschichte der vergessenen Himmelsinsel. Sonaustoff, danke. Bitte akzeptiere dieses Zeichen jener Weisen, die einst diesen Ort emporschweben ließen. Mir wurde aufgetragen, es demjenigen zu übergeben, der meine Geschichte hören würde. Es gehört nur dir. Okay. Aber woher wussten sie, dass ich hier... Zelda. Na, Zelda weiß doch auch nicht, dass wir oben erwacht sind, also... Woher wussten sie, dass wir hier wachen? Woher wussten sie, dass wir hier erwachen? Extrem komisch, ne? Hm. Okay, also haben die Weisen, weil sie gewusst haben, dass wir dort erwachen, die Insel zum Schweben gebracht, dass Ganondorf und seine Schergen sie nicht zerstören können. Das heißt, die Prüfungen wurden alle bewusst in den Himmel transferiert. Okay, das ergibt Sinn, okay. Okay. Gut, dann sind wir gleich wieder beim Spielposten und können unsere Crocs ausgeben. Und dann gehen wir Richtung Wald der Crocs. Da, wo scheinbar auch so eine Aufgabe erwartet. So, wir müssen noch ein Stückchen nach vorne. Komm schon. Wir dürfen auf jeden Fall nicht so viel Ausdauer benutzen, weil wir müssen noch landen. Ich glaube, ich bin auch fast da. Ja. Ja. Und Sturzflug. Jawohl, ich lande perfekt mittendrin. Ich lande perfekt mittendrin. Bro. Schutzraum. Ach du...
Das hat den Schutzraum nicht geladen. Jetzt. Moin. Einen schönen guten Tag und vielen Dank für all deine harte Arbeit, Link. Es ist mir eine Freude, dich hier im Hauptquartier mit dem Monsterwerk begrüßen zu dürfen. Direktorin Pura hat uns vor der Suche nach Prinzessin Zelda abgezogen. 3 Monsterwehreinheiten bekämpfen zurzeit Monster. Zudem sammeln wir Daten über besonders riesige Exemplare. Ich bin befugt, folgende Details dieser Aktivität an dich vorzulassen. Wo sind die Einheiten? Die Einheiten von Holm, Thorin und Mali sind derzeit alle im Einsatz. Holm und seine Leute jagen in der Ebene von Hyrule südlich des Spielports. Da waren wir schon. Wo Thorin und seine Leute sind nach Eldin in der Gegend nördlich des Todesbergs aufgegangen. Dort wurde am Damansee, der früher mit flüssiger Lava gefüllt war, eine Höhle entdeckt. Die Einheit soll die Monster in der Höhle bekämpfen und es wäre wirklich toll, wenn du sie dabei unterstützen könntest. Okay. Armani und die Leute jagen im Süden Monster, genauer gesagt in Firone. Sie wollen sich auf den Evandra-Fluss ein Piratenschiff vorknöpfen. Da soll sich irgendwo südlich des Hylia-Steils und westlich des Steils der Hochinsel befinden. Wenn du auf Armanis Truppe treffen solltest, unterstütze sie doch bitte. Über große Monster. Es wurden in letzter Zeit folgende große Monster gesichtet. Welche interessiert mich? Ivarok. Genau gesagt, im Hochland von Nordakala wurden Kameraden von einem Ivarok angegriffen. Ivaroks sind riesige Monster aus Stein. Wenn sie ruhen, könnte man sie für bloße Geröllhaufen halten. Mit unseren Waffen gelingt es uns nicht, ihren steinharten Haut auch nur einen Kratzer zuzufügen. Äußerst ärgerlich. Operation Ivarok. Es muss in letzter Zeit folgen. Hinox. Im Nordosten der Ebene von Hyrule soll in der Beli-Ebene unterhalb vom Stall des Waldes ein Hinox gesichtet worden sein. Hinoxe sind einäugige Riesen mit enormer Kraft. Wenn sie ganze Bäume als Waffen einsetzen, können wir kaum an sie heran. Was können wir denn nur tun? Okay. In der Gerudo-Wüste in Ost-Gerudo wurde eine Moldora gesichtet. Dies hat uns die Forschungsgruppe dort gemeldet und gleich noch darum gebeten, dass wir das Monster eliminieren. Allerdings sind Moldoras riesengroß und nicht nur das, sie können sogar wie ein Fisch im Sand schwimmen. Gegen Feinde, die sich im Sand vergraben, haben wir bisher keine Mittel. Da ist ein guter Rat teuer. Okay, wir haben also 3 Nebenaufgaben freigeschaltet. Gut. Alles gut sein. Link, wie ich höre, sollst du der beste Schwertkämpfer in ganz Hyrule sein. Solltest du auf deinen Reisen je eine Einheit der Monster will begegnen, so bitte hilf ihnen, wo du nur kannst. Reiseschwert. Okay, passt. Gehen wir wieder rauf. Und ich glaube, ich ziehe mich mal was Neues an hier. Und ich sehe da gerade richtig, da ist ein Gerone bei uns im Spielposten. Meine Güte, du bist Gerone, aber kannst du mir nicht mal den Weg nach Geronia weisen? Wie ist das bitte möglich? Es ist mir selber peinlich. Als ich meine Reise begonnen habe, war noch überall Lava. Ich wusste nicht, dass sich ganz nach dem Erlöschen des Todesbergs ganz neue Pfade auftun würden. Stimmt schon, davor war dort überall Lava. Es war so brennend heiß, dass sich Hylianer dort nicht ohne feuerfeste Ausrüstung aufhalten konnten. Zu der Zeit wäre gar nicht daran zu denken gewesen, dass ich dorthin komme. Gehen wir erstmal entlang der Straße in Richtung Todesberg. Dann sieht man sich hier im Nordwesten. Dann erreichen wir den Stall des Waldes. Von dort geht es dann weiter nach Norden. Das habe ich alles von ihm hier erfahren. So soll es sicher klappen. Man hilft, wo man kann. Der Todesberg eignet sich gut zur Orientierung. Aber ihn umgibt ein roter Nebel, der verdächtig nach Miasma aussieht. Ihr solltet also nicht zu nah rangehen. Na gut, dann lass uns mal aufbrechen. Wir können bei dem Stellgrösterraum Halt machen, zu dem du wolltest. Aber dann geht's direkt weiter, ja? Das mit dem Felsenfilet? Mir läuft ja schon das Wasser im Mund zusammen. Okay. Gibt's noch eine Quest von dir? Ich habe einen Bericht über den Untergrund erhalten. Kürzlich wurden im Osten in Ranellen weitere Stattung. Ja, habe ich schon. Ja, also komm mal. Ja, danke, Joscha. Nichts Neues. Ihr legt 100 Stück.
Deine Gabe stimmt nicht wohl. Du solltest die unterirdische Orte, an denen ich meinen Bruder... Aha. Okay, ich glaube, ich hole mir noch zwei Leute. Da oben. Noch zwei hole ich mir. Dunkelgewand habe ich schon. Nehmen wir mal 30 mit. Jetzt langt's. Pura Pet. Wo ist Maronus? Da ist er. Dann gehen wir jetzt noch die Crocs aus und dann gehen wir in Richtung... Hier. Richtung Stall des Waldes. Schon der Wald ist geworden sein. Oh, da ist der Tino-Käse. Ja, ich habe Crocsam dabei. So, welche machen wir denn größer? Waffentasche klingt immer gut. 45 Crocsam. Holy shit, für eine Verbesserung. Das heißt, hier werden wahrscheinlich die Crocs komplett... Noch größer kann ich da die Waffentasche jetzt nicht mehr machen. Was? Ja, moin. Was habe ich die Waffentasche jetzt kompliziert habe? Oder für den Moment? Ich verstehe es gerade nicht. Oder habe ich gerade im Moment einfach nicht genug Crocs? Das kann natürlich sein, ne? Ich habe vielleicht einfach nicht genug Crocs für die Waffentasche. Ja, ich nehme noch mehr Schilder. Weil die verteidigen uns ja. So, mal schauen, wie teuer das jetzt langsam wird, wenn ich noch zwei Dinger hole. Moment, ich habe vier Reihen. Doch, das sind vier Reihen. Und die einzige Stück, was ich noch da habe von der Platz, der noch frei ist, ist für das Master Sword. Kranke Scheiße. Also sind wir schon wieder bei vier Reihen, die wir haben können. Na gut. Warum nur 15 bei den Schildtaschen? Das wundert mich. Dass ich bei den Waffentaschen so viel zahlen muss, ist verständlich, weil das ja Waffen sind. Aber warum bei den Schildern so wenig? Ich will tatsächlich nur 15 haben, ne? Also zweimal Schildtasche geht anscheinend noch, wenn sie jetzt der Preis nicht erhöht. Okay, und vielleicht sehen wir dann gleich die Nachricht, ich kann die Schildkasche nicht mehr größer machen. Scheint sich nicht zu ändern. Wenn wir gleich sehen... Ja. Ob vier Reihen das Maximum ist. Was aber scheint oder so. Welche Größe Schildtasche? Oh, noch größer kann ich deine Schildtasche nicht mehr machen. Bin untröstlich. Das heißt, die Bogentasche kann ich nur noch verbessern. Das heißt tatsächlich, vier Reihen ist das Maximum. Und die Waffe, die hier noch fehlt, ist das Master Sword.
Bin schon ganz schön krank. Okay. So, was willst du denn? Die armen Leute aus Angelstädt. Hoffentlich können sie sich vor der Piraten rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das hoffe ich auch. Uns geht es hier gut, aber wir hatten unsere Reise vorher auch schon lange im Voraus geplant. Doch Angelstädt liegt am Rande von Ostnekulta, ziemlich weit im Südosten. Und in der Nähe gibt es kaum andere Dörfer. Dorfvorsteher Russell wird wissen, wie es den Angelstädtlern ergangen ist. Doch wir haben leider keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Ich hätte es mir nie träumen lassen, dass unser schönes Heimatdorf so etwas Schlimmes widerfährt. Hm? Ach, bist du etwa ein Kunde? Ach hey, du hast bestimmt unsere traurige Unterhaltung mitbekommen. Angriff der Piraten. Komm ruhig näher, willkommen, du hast bestimmt was vor. Nur keine falsche Bescheidenheit. Kauf, was immer dir gefällt. Ich verdiene hier mein Geld, da ich den Krämerladen in meinem Heimatdorf nicht mehr öffnen kann. Vor kurzem habe ich Hatino-Käse bestellt. Dieser Käse ist sehr selten und kommt, wie gesagt, aus Hatino. Das liegt am Rande von Nekulta, südöstlich von hier. Es würde mich freuen, wenn du Stammkunde wirst. Mein Heimatdorf heißt Angelstädt. Es liegt so weit im Süden des Landes, dass es auch das Dorf an der südlichsten Spitze genannt wird. Aber dann tauchten plötzlich Piraten auf. Mir gehörte der Krämerladen dort, aber ich konnte mich nur noch meine Waren schnappen und dann rannte ich los. Ich möchte wirklich gern wissen, wie es im Dorf gegangen ist. Aber ich glaube fest daran, dass ich eines Tages in meine Heimat zurückkehren kann. Also muss ich jetzt Handel treiben. Bitte such dir was aus. Kauf von mir. Edelsteine richtig verkaufen. Die sind kaum was wert hier. Ne, danke. Okay, was haben wir hier? Ninja-Anzug, Leuchtanzug. Bro, und die Gewand. Naja. Gehen wir einfach mal weiter. Ich habe keine Einhandwaffe mehr. Oh, Alter. Ich habe keine Einhandwaffe mehr, wollte ich sagen. Muss ich langsam mal wieder synthetisieren. Das mache ich offcam. Die ganzen Waffen, die ich habe, Synthese benutzen. Und meine Weisen sind tatsächlich gerade aufgetaucht, ja. So. Okay. Gehen wir mal in die Richtung dahinter. Wo habe ich mein Pferd stehen lassen? Hier hinten, okay. Gut. Dann gehen wir jetzt weiter Richtung Wald. Aber wo ist denn der Turm in dem Gebiet? Das werden wir bestimmt bald rausfinden. So. Und ich denke, nachdem wir den Wald der Crocs haben, gehen wir noch Akala und dann gehen wir Todesberg. Dann gehen wir zum Todesberg. Ja, würde ich so sagen. Aber wo ist, weil dann können wir... Dann können wir nämlich nach dem Todesberg die drei Gebiete hier unten machen. Und dann können wir zu den Gerudos und dann die zwei Gebiete machen. Und dann, wenn wir die Schneestiefel haben, das hier. Klar muss ich wahrscheinlich dann für den letzten Weisen, wo ich immer noch keine Ahnung habe, wo der ist. Das erfahren wir wahrscheinlich erst, wenn wir alle anderen vier Weisen haben. Stimmt. Muss ich dann irgendwelche Orte doppelt besuchen, aber das müssen wir auch wenn wir alle anderen Gebiete davor machen, also wenn wir jetzt nur storytechnisch weitermachen. Weil wir müssen Nebenaufgaben erledigen, wir müssen bestimmt noch einen Haufen Backtracking machen oder sonst was, weil wir bestimmt irgendwo Rüstungen übersehen haben, Höhlen übersehen haben oder sonst was. Also das wird schon doppelt gelaufen. Also erkunden wir erst alle Gebiete und dann geht's wahrscheinlich zum fünften Weisen. Dann haben wir wenigstens... Was haben wir denn da? Dann haben wir erstmal die ganzen Gebiete und dann können wir uns schnurstracks um den fünften Weisen kümmern. Will ich gegen den jetzt kämpfen?
Ja, eigentlich schon, ne? Gut. Gut. Habe ich irgendeine Waffe? Gut. Komm. Ja, nehmen wir einfach. Ah, da haben wir eine Einhandwaffe. Ah, das ist sogar vom Glassirock das Herz. Also friert es tatsächlich ein. Seber-Moblin-Horn, das dürfte ordentlich an Angriffskraft haben, nicht? 33, spiralförmig gedreht und härter als Fels. An einer Waffe befestigt, erhöht das Horn die Angriffskraft extrem. Chorus mit Kleingetier Medizin draus herzustellen. Königsweiner nehmen wir mit. Ich kann mal gute Waffen draus machen. Vor allem, wenn die noch irgendwelche anderen Fähigkeiten hätten. So. Okay, dann gehen wir jetzt weiter. Mich interessiert tatsächlich, was im Wald der Crocs abgeht. Weil das Master Sword wird wahrscheinlich nicht dort sein. So viel wissen wir. Wir haben es in die Vergangenheit geschickt. Wann bekommen wir das? Und wie bekommen wir das? Ist eine meiner Fragen. Denn ich würde gern tatsächlich, wahrscheinlich nicht möglich ist, das Master Sword, bevor ich alle Weisen habe oder so. Aber das ist wahrscheinlich hier nicht möglich. Ah, das werden wir rausfinden. Was der Dekobomb mir zu sagen hat, dann gucken wir mal, wo das Master Sword sich befindet dann. Und wir betreten heute tatsächlich noch Land, wo wir noch nicht drauf waren. Moment, das ist gelogen, glaube ich. Ich glaube, hier waren wir für den Croc, oder? Ja. Und da mal die Feder oben. Ich gehe auf jeden Fall erstmal dahinter. Da ist die Fee. Und was haben wir hier? Okay. Einfach ein Zelt, random hier. Aha, wir haben eine Höhle. Dann dürft ihr vielleicht eine Gruppe sein, oder wie? Nicht mehr lange, da fällt mir was ein. Du bist der Hammer, Bruder. So schlau wie du bist, ist die Schatztruhe bald unser, garantiert. Moment mal, Priesen. Ey Kerl, hörst du öfter mal wildfremden Leuten zu, wenn sie was Profitables zu bereden haben? Frechheit. Lark, wo kommt der denn her? Hat der etwa alles mitgekriegt? Wir haben die Schatztruhe als erster gesehen, also gehört sie uns, kapiert? Dazu ist drumherum nur bodenloses Moor. Das Ei mit Haar und Haut verschlingt. Kein Halt, keine Überlebenschance. Aber der Schatz ist ganz sicher in der Truhe, ich kann es selber spüren. Randhalten, Priesen, kannst du mir gleich eine Karte aufmalen? Entschuldige, Bruderherz, ist mir so rausgerutscht, komm nicht wieder vor. Mann, oh Mann. Da rührt man sich in den Ast und wird dazu noch gestört. Behalt das Ding im Auge, klar. Und du hör auf, ehrbare Schatzsucher bei der Arbeit zu stören. Klaro, bist du uns im Weg. Unser Schatz. Ja, wie komme ich da am besten hin? Ja, easy. Easy. Erstens, warum hast du dich jetzt mit dem da verbunden? So. Okay. Diese Quest ist übelst einfach. So.
Easy. Eine Truhe. Danke dafür. Sonderblume. Ja, noch ein ganz kleines bisschen, nicht mehr lange. Bald schon fällt mir was ein, um die Schatztruhe zu untersuchen. Hey, Prisen, wo ist denn auf einmal der Schatz hin? Nicht vergessen, Prisen fragen. Der Typ da hat ihn geschnappt. Wer, wo, Prisen? Hast du etwa nur dumm auf die Truhe zugeschaut? Im Auge behalten heißt was anderes. Habe ich doch auch. Nicht nur mit einem Auge, in beiden, mindestens. Und deswegen habe ich auch gesehen, wie die Type da sich alles geschnappt hat. Hab nicht weggeguckt. Du hast nur drauf geschaut, anstatt Wache zu halten, dem Kerl mal die auf die Finger zu kloppen. Oh, also gut. Wer zuerst kommt, greift zuerst. Die Sache ist für uns gelaufen. Aber da du... Aber du da, du hast ziemlich was auf dem Kasten, weißt du das? Bist du etwa auch ein Schatzjäger, so wie wir? Ja, sag schon, bist du ein Kollege von uns? Du bist doch nicht etwa auch hinter Ramdas Schätzen, oder doch? Riesen, pst. Entschuldigung, vergiss einfach, was du gesagt hast. Ah, jetzt hat er Blut geleckt. Gut, Ramdas Schätze kennst du also nicht. Da wirst du wenigstens schon mal kein Schatzjäger sein. Fein, dann ist auch egal, wenn ich dir etwas darüber verrate. Man ist ja kein Unmensch, wenn einer zuschaut. Rauberkönig Ramda war ein im großen Königreich bekannter Strolch, der Unheil stiften konnte, wie kein zweiter. Und dazu war Ramda auch echt eitel und hat sich Zeit seines Lebens eine riesige Kleiderkollektion zusammengerafft. Und wie das Leben so spielt, soll dieser millionenschwere Modeschatz irgendwo in Haro versteckt sein. Wir wollen unser Glück mal in den ganzen Höhlen versuchen, die der Kataklysmus aufgerissen hat. Zuerst in Eldin gleich um die Ecke. Als noch beständig der Todesberg ausbrach, konnte man sich ja dort nicht hinbewegen. Aber nun ist alles schön runtergekühlt und voll mit Felsen im Untergrund. Und wo viel Fels ist, da sind auch viele hübsche Höhlen. Unbekannt, unerforscht und unheimlich schatzverdächtig. Sag mal, du selten unerträgliche Plaudertasche. Kann man dich auch irgendwie abstellen oder bindest du aus Prinzip jeden dahergelaufenen deine Lebenspläne auf? Also... Pardon, bitte überhört das wieder. Also rückwirkend, ja. Okay. Dann schauen wir noch in den Brunnen rein. Und dann beenden wir die Folge. Dann kümmern wir uns erst um die Höhle da und dann... Ach du Heilige. Ey, da ist ja fast nichts los hier. Hier ist ja nix. So, einmal hier festmachen. Hä? Bro, hier sind ja nur Leuchtsamen. Ah, dann können wir wieder Deckensprung machen. Blutmond, willst du mich verarschen? Naja, dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge kümmern wir uns um dann die Höhle da hinten. Ciao. Euer Gladius.